Howdy ho, meine Creepy-Fans, ich bin's, euer Raven der Creep. Als allererstes, sorry, dass so lange keine Videos mehr von mir hochkamen. 1 bis 2 Wochen, glaube ich. Und ja, sorry für den Lärm gerade. Bei mir wird gerade ein bisschen umgestellt. Und ja, was heute an diesem wunderschönen Montag, Arbeitsmontag, ja, was heute für ein Video hochkommt, ist eine Top 10 Liste. Und zwar von meinen liebsten Kingdom Hearts Charakteren. Und ja, solche Top 10 Listen würden öfter im Jahr 2018 kommen auf meinen Kanal. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. Auf dem 10. Platz haben wir einen Charakter, den ich eigentlich nicht mag, aber da er indirekt etwas wirklich mit, der ein wichtiger Bestandteil meiner Top 10 Liste ist, würde ich ihn auch gerne mal reinpacken, und zwar Terranort. Und zwar eine Mischung aus Terra und Sehanort selbst. Wobei Sehanort wirklich einer meiner Hasscharaktere ist. Der kommt auch, ich glaube, der kommt auch noch dran in meiner Top 10 Hasscharaktere in Kingdom Hearts. Es wird auch noch in ein paar Monaten oder ein paar Wochen kommen. Also seid da mal gespannt, Freunde. Auf jeden Fall, Terranort ist auf jeden Fall meine Platz 10, weil egal wie es ist, er ist wirklich einer meiner Lieblinge. Ja, gehen wir dann direkt mal weiter, ne? Auf dem 9. Platz haben wir einen Niemand. Und zwar aus der Organisation 13. Es ist niemand anderes als Dimex. Oder Demix, egal wie man es nennt. Ich nenne ihn auf jeden Fall Dimex. Auf jeden Fall, er ist so ein Feigling und alles. Quasi irgendwie gutherzig. Also so kommt es mir rüber. Deswegen feiere ich ihn auch so. Weil er auch so keinen Bock hatte zu kämpfen in dem zweiten Teil. Und es hat mir sogar irgendwie im Herzen wehgetan, ihn in dem zweiten Teil zu besiegen. Weil ich ihn einfach so krass mochte. Ich weiß auch nicht warum, aber ich mochte den Kerl. Er tat mir sogar leid, nachdem er besiegt wurde von Sora. Und ja, irgendwie voll traurig. Wobei er eigentlich kein Herz haben sollte, aber dennoch, es kommt auf jeden Fall so rüber, als hätte er eins. Und aus sicherer Quelle kann ich auch sagen, dass alle Niemande, oder eher gesagt, die zumindest aus der Organisation, alle Herzen hatten. Sie wurden nur halt manipuliert von Samnas, oder eher gesagt, Sehanort selbst. Kommen wir jetzt mal zum 8. Platz. Und zwar geht es um einen Charakter, den jetzt nicht so viele kennen, außer man ist wirklich ein Kingdom Hearts Nerd, so wie ich es bin. Es geht nämlich um Lushu. Kingdom Hearts X oder Kingdom Hearts X Black Cover, falls ihr den Film gesehen habt oder das Spiel spielt. Ihr wisst, wer Lushu ist. Der Meister von Sehanort und Arrakis. Und ja, dieser Typ ist schon eine krasse Sau. Ob er wirklich so böse ist, wie die meisten Theoretiker sagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, er ist so mysteriös und halt auch geheimnisvoll, dass ich ihn irgendwie interessant finde und auch mag. Außer es stellt sich heraus, dass dieser Lushu wirklich Sehanort ist, was ich nicht glaube. Ich habe es mal geglaubt, mittlerweile jetzt nicht mehr. Aber ich glaube immer noch, dass Sehanort an dem Krieg da dabei war. Ich glaube, der war dabei. Ohne Scheiß. Der Typ kann sogar durch die Zeit reisen. Und ich hasse den Typen immer noch. Aber egal. Also, auf Platz 8 auf jeden Fall Lushu, weil er so mysteriös und geheimnisvoll ist. Und auch sehr loyal zum Meister, der Meister ist. Also zum Ursprung, sozusagen. Der Allwissende. Wobei, der hat es auf diese Liste nicht geschafft. Auf die Hassliste auch nicht. Dieser Typ ist mir nämlich eigentlich gleichgültig. Er ist zwar auch mysteriös und all das, aber keine Ahnung, der hat mich jetzt nicht so angesprochen wie Lushu.
Kommen wir jetzt jedoch zum siebten Platz. Der siebte Platz, da muss ich echt überlegen, weil ich ihn eigentlich nicht auf die Nummer 7 legen wollte, sondern auf die Nummer 5 oder so. Aber da kamen einige zuvor. Aber ich sag jetzt, wer es ist. Es ist auch einer aus der Organisation 13, und zwar Sexion. Ich feiere den Typen. Allgemein so Bücherwürmer. Ich bin selber ein Bücherwurm. Wir haben was gemeinsam, Bro. Ich feiere den. Er ist zwar ein bisschen hochnäsig, ein bisschen eingebildet, aber naja, dennoch. Ich feiere das. Ich feiere den, er und seine Bücher. Oh Mann, das erinnert mich ein bisschen an mich, wenn ich so mit einem Buch, mit Manga oder auch mit einem richtigen Buch rumlaufe. Und ich schreibe gerade auch in einem Buch. Es ist zwar noch in den Anfängen, aber ich schreibe in einem Buch. Soll einer Dark Fantasy Horror Roman werden, der teilweise auf wahren Begebenheiten basiert. Aber egal. Kommen wir direkt mal zu Platz 6. Der sechste Platz ist keiner von der Organisation 13, sondern einer, den ich in den, glaub, zweiten Teil lieben gelernt habe. Auch wenn ich ihn ein bisschen auch angeberisch und arrogant fand. Es ist der liebe Heiner. Ich feiere den Typen. Ich weiß auch nicht so, warum genau. Eigentlich mag ich solche so enthusiastischen Typen nicht. So, ja, komm, Digga, was geht? Lass kämpfen. Gib dein Bestes, so nach dem Motto. Aber irgendwie so diese Freundschaft zwischen Roxas und Heiner, auch wenn es nur eine datenbasierte Welt war, dennoch fand ich das süß und irgendwie komplett, irgendwie auch cool, mal so eine Freundschaft zu sehen und alles. Deswegen feiere ich Heiner. Ich feiere den. Genau deswegen. Und da kann ich eigentlich nichts mehr sagen dazu, weil es ist halt so. Ich feiere einfach so wahre Freundschaft und Heiner strahlt dieser ja aus. Und ja, deswegen feiere ich ihn auch so. Das wär's eigentlich. So, bevor dieses Video doch noch zu lang wird, würde ich dieses Ranking von meinen Top 10 Lieblings-Kingdom Hearts Charakteren in zwei Teile schnibbeln. Das bedeutet, heute gibt's den ersten Teil, nächste Woche oder übernächste Woche dann den zweiten. Und ich würde jetzt auch mehr aktiv YouTube-Videos hochladen, mehr Videos produzieren und ja, hatte einfach nicht mehr wirklich die Zeit wegen der Arbeit und allem. Aber vielleicht kennen das einige von euch. Auf jeden Fall, hier kommt ihr zu den letzten beiden Videos. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr noch keine Abonnenten seid, um halt nichts mehr zu verpassen. Gebt diesem Video halt einen Creeper Daumen nach auf, falls es euch gefallen hat. Schreibt mir auch unter die Kommentare, ob ihr dann noch ein neues Video sehen wollt. Also die restlichen 5 oder nicht. Ich würde es eh hochladen, also Unterschied gibt es da keins. Aber dennoch, eure Meinung würde ich dennoch gerne hören, wie ihr halt das Video fandet. Ihr könnt auch abstimmen, ob ihr mehr von solchen Rankings sehen wollt. Wenn ja, dann lasst es doch in der Abstimmung oder in den Kommentaren da. Und wir sehen uns am Mittwoch. Haut raus, bis dahin, ciao. Vergesst nicht, hier, Kanal abonnieren, da unten in der Ecke, da Button und halt hier oben die letzten beiden Videos. Und vergesst nicht, Gewinnspiel, ihr könnt noch bis zum 11.01. mitmachen. Haut raus, bis dahin, ciao.